Hallo, ich wurde von der lieben Louise von New Mamas World getaggt für den New Mamas World Stoffwindel-Tag. Und viele haben sich das von euch gewünscht, dass ich das mache. Ich hätte es auch so oder so gemacht, aber jetzt endlich habe ich mal auch die Zeit dafür gefunden. Ihr seht, da hinten sind immer noch Kartons. Ich kriege auch immer noch Kartons von Vincents Papa mitgebracht. Also ich habe hier noch wahrscheinlich jahrelang zu tun. Und dann kommen wir zum Tag. Ich habe mich sehr gefreut, dass endlich mal ein deutscher Stoffwindel-Tag irgendwie die Runde macht und das halt auch mal auf YouTube. Das gibt es ja nicht wirklich, also von daher, schöne Sache. Fang einfach mal direkt mit dem ersten an. Was ist deine Lieblingsmarke? Du musst dich erstmal überlegen, weil ich jede Windel irgendwie aus anderen Gründen schätze und jeden Hersteller dementsprechend auch. Aber ich denke, von der Häufigkeit von den verschiedenen Produkten, die ich habe, von der Marke, würde ich sagen, ist das Blueberry. Das ist so eigentlich so mein Liebling, da ich halt auch ein riesen Fan von den Windeln bin und ich die auch super finde und nur unterstützen kann. Und die haben schöne Prints und die Wetbacks sind eh sehr, sehr schön. Da hole ich mir auch irgendwie regelmäßig was. Muss ich sagen, ja, das ist so meine, wenn ich hier durchgehe, ist so meine Lieblingsmarke und da würde ich auch definitiv immer wieder was kaufen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Und da bin ich etwas aufgeschmissen, denn ich hatte zwar bei den Newborn-Windeln die Charlie Banana mit dabei, das war so eine farbige Windel, oder halt so gestreifte von Bambusel, das ging ja auch noch irgendwie, aber ehrlich gesagt habe ich im Moment keine, weder Höschenwindel noch All-in-One-Windel. Die einfarbig ist. Ich habe also wirklich immer Motive drauf. Das Einzige, was einfarbig ist, ist die blaue Huder-Überhose und das ist jetzt auch nicht so wirklich meins. Aber wenn ich persönlich mir jetzt eine farbige Windel, also einfarbige Windel holen würde, dann wäre das definitiv, da bin ich schon die ganze Zeit drumherum geschwirrt, die Mirror, glaube ich, heißt die Farbe. Das ist so ein mintiger Farbton, Türkis, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist so, wenn dann eine Farbe für mich, die mir sehr gut gefallen würde, von Bam Genius. Die fand ich nämlich sehr, sehr schön. Und ansonsten ein hellgrün fände ich noch schön oder ein Grauton. Was ist dein Lieblingsprint? Ist, wie gesagt, etwas schwierig, da ich nur Prints habe. Bei den All-in-Ones sind diese beiden von Blueberry so meine Lieblingsprints. Ich zeige euch die mal von nah. So schaut die eine aus und davon habe ich auch eine Wetbag und das war, glaube ich, eine Limited Edition. Ich finde die so süß. Das ist keine weiße Windel, sondern so ein Cremeton der Hintergrund und dann diese süßen Bärchen drauf. Oh mein Gott, ich musste sie haben. Und dann habe ich auch noch diese hier mit den Schneemännern. Ist natürlich nicht zu jeder Jahreszeit passend, aber die sind so goldig. Und ich habe mich etwas geärgert, dass ich da nicht die Wetbag mit zugeholt habe. Meine Fingernägel sehen furchtbar aus, ich weiß. Ja, die fand ich auch noch sehr, sehr schön und musste ich unbedingt haben, beide, als ich die gesehen habe. Ich habe diese hier von Bam Genius gesehen, das ist eine Elemental und ich habe mich direkt verliebt. Ich musste die haben. Ich mag auch das Admiralsmuster von einer anderen Windel sehr, sehr gerne, aber das ist so mit meinen Lieblingen. Also es sind meine drei Lieblinge. Ich wüsste gar nicht, welches ich davon am meisten mag, aber das ist vielleicht nicht, es ist schon kitschig, aber es ist vielleicht nicht ganz so kitschig wie die anderen beiden. Leider sitzt sie nicht so gut an meinem Kind, ansonsten wäre das, glaube ich, so mein ziemlicher Liebling. Dann habe ich mir noch einen rausgesucht, ja, ich schummel, bei den Höschenwindeln, weil da finde ich einfach diese ganz einfache Elefantenmuster total süß von Petit Lulu. Mit den Elis, ich stehe ja auf Elefanten und wir haben auch viele Elefantensachen gehabt. Das hat mir gut gefallen und dann zeige ich euch noch meine Lieblingsüberhose-Motiv. Das ist das hier auch von Petit Lulu. Mit diesen rosa Häschen, ja, mein Sohn muss leider, das heißt muss leider, aber er muss diese Windel, diese Überhose tragen. Das ist aber für die Nacht und da sieht man das eh nicht so. Und da sind Totenköpfe drauf und sowas. Aber die Häschen sind vor allen Dingen goldig. Und ja, das sind so meine Lieblingsprints und Motive. Die vierte Frage ist, seit wann wickelst du mit Stoffwindeln? Seit mein Sohn geboren worden ist, also die ersten 5 Tage im Krankenhaus habe ich mit Wegwerfwindeln gearbeitet, da mit Öko-Wegwerfwindeln von Moltex und von Nutty by Nature.
Und danach habe ich angefangen. Also das heißt, am fünften Tag sind wir nach Hause gekommen. Die Stoffwindeln haben schon auf uns gewartet und ich habe direkt losgelegt. Das heißt, 21. ist er geboren, 5 Tage danach, also am 26. August 2015, seitdem wickeln wir. Das heißt, wir haben jetzt knapp 9 Monate, wir haben 9 Monate Stoffwindel-Erfahrung. Das ist eigentlich okay, aber ich bin noch nicht so ein alter Hase wie Luis. Was ist dein Lieblingsverschluss? Definitiv. Ich liebe meine Truckies, auch wenn sie mehr zeitaufwendiger sind. Also ich muss es wirklich so sagen, man braucht ein bisschen länger. Und dadurch, dass sie halt wachsen und sich verändern, die Form verändert sich und so weiter, muss man natürlich dann immer ein bisschen probieren und gucken, wie es am besten passt. Da ist Klett variabler und angenehmer. Also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt total übermüdet, so wie gesagt bei der Newborn-Geschichte, würde ich mir persönlich Klett holen. Aber für Dauer, ich mag die Truckies, ich mag das Gefühl, ich mag das, wie sich das anhört, wenn man sie zumacht. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich so. Und ich finde, sie sehen einfach optisch auch schöner aus. Keine Ahnung. Klett ist, glaube ich, angenehmer und einfacher zu bedienen, aber ich mag es manchmal ein bisschen komplizierter. Von daher ist da die Truckie-Variante so meins. Und die Windeln sehen halt länger schön aus. Was ist dein Lieblingssystem All-in-One? Bin ich ganz ehrlich, ich werde nach wie vor nicht wirklich warm mit Pocket-Windeln, weil mich das einfach stört, dass man nur eine Öffnung hat und es ist irgendwie, es dauert so lange. Und ich meine, ich habe jetzt, meine Lieblingsvariante ist hier so die All-in-One von Blueberry. Das heißt, da ist auch eine Einlage, die man reinmachen kann und ich tue die auch noch zusätzlich hier stopfen, weil sie wie eine Pocket eine Funktion hat, dass man da noch was reinmachen kann. Allerdings hat sie eine durchgängige Öffnung. Das finde ich viel angenehmer. Vielleicht hätte ich ihm das Spielzeug aus seinem Laufstall rausmachen sollen. Also falls sie jetzt ein Quietschen die ganze Zeit hinten dran hört, das ist der kleine Vincent mit seinem Quietscherauto, was Opa und Oma ihm gegeben haben. Warum nur? Es ist fast wie mit dem Mund. Quetscht sie so gut? Ich weiß. Ja, also Lieblingssystem definitiv die All-in-One. Ich finde sie einfacher für unterwegs oder All-in-Two, das ist eigentlich ziemlich egal. Benutze Stoffwaschlappen? Ja, definitiv. Und ich musste mich irgendwann am Riemen reißen, dass ich nicht noch mehr gekauft habe, weil ich habe eigentlich schon genug Stoffwindeln. Stoffwaschlappen könnte ich noch ein, zwei gebrauchen, damit es ein bisschen bequemer ist mit dem Waschen. Aber ja, Stofflappen benutzen wir, Waschlappen jede Menge. Was ist dein Lieblingsaccessoire? Ja, Bedbags auf jeden Fall. Sind super praktisch, bin gerade am Überlegen. Das ist so das, was ich eigentlich immer mit dabei habe. Zum Schwimmen nehme ich das mit, aber auch unterwegs, wenn man irgendwas nass wird an Klamotten. Man kann es einfach in die Bedbag stecken und das ist für Stoffbinden, Windeln und alles drumherum eigentlich so das Praktischste und auch so das, was ich gerne kaufe. Und Waschlappen natürlich. Das ist für mich auch eine Art Accessoire, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Welches ist dein Lieblingsvideo von New Mama's World? Da gibt es ein paar, muss ich so sagen. Thema Nachtwindel-Video war ganz, ganz toll. Newborn-Windel-Video war ganz, ganz toll. Natürlich, die, wie man selber die Stoffwaschlappen macht und so weiter. Wie man die faltet, fand ich super. Und ja, also das sind eigentlich so Skip-Hop-Box-Videos. Das sind so meine Videos, die ich so richtig intensiv ein paar Mal angeguckt habe. Ich habe fast jedes Video, denke ich mal, auf dem Kanal geguckt. Manche halt mehrfach. Und in letzter Zeit, was so auch interessant für mich geworden ist, wie es dann aussieht im Kindergarten und so weiter und so fort, was man da alles mit dabei haben sollte, woran man denken sollte. Der Kleine ist zwar erst 9 Monate alt, aber das ist halt für mich so, das ist mein erstes Kind, das ist eigentlich schön, auch so nicht nur Stoffwindel-Videos zu sehen, sondern auch so Erfahrungen oder Ideen, was dann einfach so im Alltag auf eine Mama zukommt, wo man da Tipps hat und Tricks hat und sowas mag ich halt auch sehr gerne. Ich werde einfach mal so 5-6 Videos, die ich besonders gerne geguckt habe oder die ich besonders gut fand, einfach mal in die Infobox verlinken. Welches Waschmittel benutzt du? Da habe ich das gleiche Waschmittel wie Louise, nämlich das Rockin' Green. Dadurch, dass ich vorher in der Gegend gewohnt habe, wo das Wasser sehr, 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 sehr hart war, habe ich gesagt, okay,
ich brauche was Gescheites, was auf jeden Fall funktioniert, denn ich möchte nicht direkt am Anfang wieder aufhören mit dem Stoffwindeln, weil es keinen Spaß macht und die Windeln irgendwie nichts aufsaugen, weil zu viel Kalk im Wasser oder zu hartem Wasser. Da ist das halt nämlich genau das Problem, was entstehen kann. Und deswegen habe ich mir dann das Rocking Green in Hard Rock geholt, also für das etwas härtere Wasser. Und das benutze ich nach wie vor und ich dosiere es jetzt anders als vorher, aber es funktioniert nach wie vor. Und ich bin sehr zufrieden damit, die Windeln werden sauber, sie stinken danach nicht und sie sind auch nicht bretthart. Das ist halt was, wo ich schon sage, das ist mir eigentlich auch wichtig. Wer ist dein Lieblingsblogger? Zu dem Thema, ganz klar, New Mama's World, muss man so sagen, die Louise ist da auf dem deutschen, im deutschen Bereich so mein Lieblingsblogger und YouTuber. Ansonsten halt Dirty Laundry habe ich ziemlich viel geguckt, auch die älteren Videos fand ich sehr, sehr gut. Ja, das sind eigentlich so die Hauptstoffwindel-Blogger, die ich mir anschaue. Ansonsten gibt es natürlich immer mal wieder auch Mädels oder Frauen, die eben Stoffwindeln machen und die dann auch zum Thema Stoffwindeln was zeigen. Aber ich habe auch eine YouTuberin, die hat schon lange nichts mehr gepostet. Die hat dann, glaube ich, auch den Namen mal geändert. Ich schaue mal, ob ich sie noch finde und dann verlinke ich sie auch mit in die Infobox. Welche Creme benutzt du? Da benutze ich hauptsächlich von der Bahnhofsapotheke. Die Cremes, da habe ich den Windelbalsam getestet, finde ich super, gerade wenn es über Nacht sein soll. Die Beinwellsalbe, wenn es ein bisschen rötlich ist, die Haut, und die benutze ich wirklich sehr, sehr gerne. Ansonsten benutze ich eben zur Pflege zwischendrin, also wenn nach einer Windel, nach einem Wechsel, benutze ich ein Öl, und zwar von Weleda das Calendula-Öl. Ich habe gemerkt, dass das der Haut besser tut als Cremes und so Pasten, die so ein bisschen, oder die pastigeren Sachen, weil da habe ich immer das Gefühl, dass das mehr reizt, als dass es hilft. Also ich bin mit Ölen zufriedener als mit Cremes, was die reine, die regelmäßige Pflege betrifft. Trockner oder Wäscheleine? Da muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Wohnung Wäscheleine schwierig. Im Sommer, ja, mach ich das Fenster auf, kann ich hier meine direkt ans große Fenster quasi meinen Wäscheständer stellen. Da mache ich das auf jeden Fall. Aber im Moment und die meiste Zeit, muss ich wirklich sagen, benutze ich einen Trockner, was nicht so ideal ist, finde ich. Vorher hatte ich halt einen Garten, wo ich einfach das an die Wäscheleine machen konnte. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ich würde schon bevorzugen, aber hier habe ich keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Wäsche. Das dauert alles ein bisschen länger, deswegen benutze ich meistens tatsächlich den Trockner. Also ich würde gerne lieber die Wäscheleine benutzen, aber Realität sieht aus so aus, dass ich einen Trockner meistens benutzen muss. Vlies oder Vlies? Also der Unterschied ist einmal Wegwerfvlies oder eben das wiederverwendbare, wobei auch das Wegwerfvlies wiederverwendbar ist, bis zu einem gewissen Grad. Also ich benutze beides, müsste man theoretisch nicht. Ich benutze es einfach aus dem einfachen Grund, gerade bei den Höschenwindeln, die über Nacht an sind, brauche ich noch so eine extra Kuschelfließeinlage, die man waschen kann, damit eben die Haut länger trocken bleibt vom Kind und auch nicht so extrem feucht ist. Und ich muss auch sagen, ich merke den Unterschied, wenn ich es mal nicht drin hatte. Ansonsten auf jeden Fall immer ein Wegwerfvlies drin, weil gerade dieser Übergang von der Muttermilchstuhlkonsistenz zur festeren Konsistenz eben so war, dass das wirklich nicht schön war. Ich musste 2-3 Windeln wirklich per Hand auswaschen. Das war nicht so schön. Hat mich jetzt nicht gestört. Ich meine, das ist Babykacke, das ist irgendwie nicht so wild. Aber ich möchte es jetzt auch nicht ständig machen. Inzwischen ist es ein bisschen fester. Trotzdem muss ich sagen, bevorzuge ich die Wegwerfvlies, die würde ich auf jeden Fall mit reinmachen, um den Popo auch nachwischen zu können. Wenn man gerade unterwegs ist, ist es praktisch, wenn man nicht gerade irgendwie alles parat hat und schnell gehen muss, dann hat man eben dieses Wegwerfvlies in der Windel, da kann man den Popo mit sauber wischen und den ganzen Rest mit ins Klo schmeißen. Super Sache.
Deswegen würde ich auf jeden Fall das Wegwerfvlies bevorzugen. Wenn da nur Pipi dran war, bei uns ist es so, ich wasche das mit. Das tue ich dann, bevor ich alles andere in Trockner schon was raus. Gerade machen und trocknen und dann benutze ich es nochmal. Also das funktioniert ganz gut. Wie viele Windeln hast du in deinem Stash? Und ich glaube, es sind 19 oder 20. Ich werde jetzt nicht nochmal exakt nachzählen. Werde ich vielleicht später machen. Aber ich glaube, es waren 19 Stück. Plus dann noch, also da sind Höschenwindel All-in-One, All-in-Two und Pocket mit dabei. Und dann habe ich noch Pre-Folds, und zwar die Newborn, die ich teilweise auch zum Stopfen benutze. Wenn es danach gehen würde, hätte ich natürlich wesentlich mehr. Ich glaube 306, also 18 noch dazu. Aber ich zähle jetzt mal einfach nur die, die ich wirklich regelmäßig als reine Windel an mein Kind bringe. Und das sind 19 Stück. Ist mir ein bisschen zu wenig. Ich werde mir noch 2-3 Windeln auf jeden Fall holen. Und ich werde auch mit der Zeit noch 2-3 Windeln, die ich hier drin habe, verkaufen und mir dafür einen Ersatz holen. Aber 19 sind es zur Zeit. Wie viele Skip-Hop-Boxen hast du? Da habe ich tatsächlich nur eine. Skip-Hop-Box ist tatsächlich, wie gesagt, nicht wirklich viel zum Einsatz gekommen. Aber wenn, fand ich sie sehr, sehr praktisch. Ich brauche aber jetzt, glaube ich, keine zweite. Ich muss mal gucken, wie es dann ist mit der Zeit. Vielleicht ist es noch ganz sinnvoll, eine zweite sich zuzulegen. Allerdings gibt es jetzt auch irgendwie eine neue Version. Da hat die Luis auch ein Video zu gemacht. Werde ich auch mal verlinken. Und ja, dann bin ich fertig. Zum Taggen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es eben nicht so viele Leute gibt, die das jetzt auf dem deutschen Bereich so betreiben. Ich weiß aber, dass unter meinen Zuschauern einige sind, die eben das machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich euch vor die Kamera setzen und den Tag auch machen. Also ich fände es ganz schön. Ansonsten, ich weiß halt, dass sie im Moment ziemlich eingespannt ist, gerade mit ihrem kleinen neuen Würmchen, mit der Pauline. Aber falls sie noch nicht getaggt worden ist und falls du Lust hast, dann werde ich einfach mal Isabus Kanal hier unten drunter auch noch in die Infobox packen, falls ihr sie noch nicht kennt. Also sie macht wirklich total schöne Videos und ja, also fühl dich getaggt und dann würde ich sagen, ist es jetzt auch lang genug geworden, das Video, und dann sehen wir uns gerne in einem anderen Video von mir wieder. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dürft ihr das natürlich auch in die Kommentare posten. Und dann hoffe ich, dass das in Zukunft genauso gut klappt jetzt mit dem Drehen. Bin gerade sehr zufrieden, dass er in seinem Laufstall ruhig ist, weil sonst hat er die ganze Zeit nur an der Kamera am Stativ gehangen und dann ging gar nichts mehr. Deswegen, wir sehen uns gerne in einem anderen Video. Bis die Tage. Ciao.